Wie war der Tag in Ulm? Der Tag in Ulm war sehr interessant und er war sehr friedlich. Die wenigen Antidemokraten, die sich in den Weg gestellt haben, hat die Polizei dann Gott sei Dank auch etwas zur Seite gerückt, wie sich's gehört, und hat unseren Aufzug und unsere Versammlung geschützt, wie man es erwarten kann. Und sie müssen halt jetzt noch lernen, dass die Auflagen nicht wirklich rechtmäßig sind, die da erteilt werden. Aha, okay. Wir sind auf jeden Fall nicht da. Also der Herr Greulich ist offenbar gerade festgenommer worden da oben. Warum auch immer. Magst du noch mal kurz sagen, wann, wo du in den nächsten Tagen bist? Ja, ich bin jetzt am Sonntag in Passau bei der Großveranstaltung. Und da kommt auch der Alexander Ehrlich wieder von der anderen Seite von Österreich. Ich bin am Montag in Kempten. Am Dienstag in Miesbach, am Mittwoch in Königsbrunn, Donnerstag und Freitag in München, Samstag in Stuttgart und Sonntag, Montag wieder in München, so Gott will. Das hört sich gut an. Ja. Viel Spaß. Wir sehen uns vielleicht in hoffentlich Stuttgart. Dann die Maßnahmen zu Ende sein, denn das sollte endlich sein. Da bin ich gespannt. Masken weg und Ostern fahren. Genau. Vielen Dank, Karl. Bitteschön.